Hallo, mein Name ist Brian Schaffrath und wir sind hier am Blue Power Polyp. Und wo sind wir hier? In Köln-Chorweiler sind wir hier. Und wie war es hier? Es waren 2 Tage dabei, da war es hier richtig, richtig voll. Also würdest du wiederkommen? Klar, ich würde gern wiederkommen. Kannst du uns was zum Polyp sagen? Wie lange dauert der Auf- und Abbau? Die Abbauzeit dauert ungefähr 4,5 Stunden, die Aufbauzeit zwischen 8 und 10 Stunden. Auf wie viele Transportern wird das verladen? Wir haben 3 Transporter, Mittelbau, Packwagen und Kasse. Wie wird das Geschäft aufgebaut? Ja, der Mittelbau wird gerade gestellt. Dann wird die Sohle verteilt und geradeaus in Waage gelegt. Und wenn das gemacht ist, wird Podium, Trittstufen, Geländer, Lichtpfosten werden aufgestellt. Dann werden die Arme hydraulisch hier drüber gesteuert, aufgeklappt. Dann werden die verschraubt, festgezogen. Dann werden die kleinen Arme auseinandergeklappt. Dann kommt schon die Gondeln drauf. Hier neben dir sehen wir ja die Steuerung. Wie wird denn das Geschäft gesteuert? Also wir haben hier einmal Steuerung ein, die Hydropumpe, das Druckventil. Also erst die läuft permanent durch, die Hydropumpe. Dann wird das Druckventil zugeschaltet. Dann kann man hier drüber sehen. Dann haben wir einmal Mittelbau, Kreuze, Exzenter und Heben und Senken. Darüber wird das Geschäft gesteuert. Die Steuerung kann man einzeln einstellen, wie schnell man fahren will. Ganz links rüber ist Vollgas, so wäre Vollgas, so wäre Halt und so ist aus. So bremsen wir. Was ist euer nächster Platz? Koblenz-Horsheim. Wo geht's denn sonst noch hin? Danach haben wir Mettmann. Wir freuen uns schon richtig auf Mettmann. Ja, und da bin ich ja auch und das muss ja in diesem Jahr richtig cool werden, habe ich gehört. Ne? Ja, das habe ich auch gehört. Vielleicht sehen wir uns sogar da schon. Wer ist eigentlich der Hersteller von dem Geschäft? Das ist die Firma Backer. In der wievielten Generation bist du jetzt Schausteller? In der 12. Generation bin ich Schausteller. Das ist schon ein bisschen her. Ja, das ist schon ein bisschen her, ja. Ich glaube, dieser Kirmesplatz hier ist neu, ne? Ja, der Kirmesplatz ist neu. Das ist ein neuer Parkplatz. Vorher war die Kirmes genau einmal gegenüber von der Straßenseite. Ist aber viel sauberer jetzt hier, ne? Ja, es ist wirklich viel schöner und auch viel sauberer, ne? Es ist ein schöneres Ambiente. Alles klar, Schätzchen, dann mach was an, dann lass uns auch mal ein bisschen tanzen. Stimmung! Alles klar, wir laden euch wieder, wir laden euch neue Runde, neue Reise. So Freunde, wer hat noch nicht, wer will nochmal, jetzt nochmal zuschlagen.